Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Hier ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und es geht heute um das Thema 0% Kontakt versus 2% Kontakt. Vorab noch ein Mini-Review, nehmen wir es mal so als Beispiel, weil ich das jetzt öfter gehört habe über diese Hypnotrance-Übung, die sind meine Vertiefungsübungen zum Liebeship. Von Petruschka, sie schreibt, und übrigens, deine Trance-Audios sind der Hit. Du sollst eine CD und einen eigenen Audiokurs nur mit solchen Trance-Meditationen machen, die helfen enorm. Also erstmal würde mich interessieren, habt ihr auch so die Erfahrung, dass diese Trance, falls ihr die Vertiefungsübung macht, dass diese Trance-Übungen so eine ganz besondere Wirkung haben? Das würde mich mal interessieren. Und würde einfach nochmal hinweisen auf diese Vertiefungsübungen, das ist nicht nur so ein Zusatz zum Kurs Umprogrammierung des Liebeschips, findet ihr alles auf liebeschip.de, sondern ist auch eine Sache, mit der man monatelang arbeiten kann. Also ganz grob gesagt kann man so sagen, der Einstieg für die meisten ist dieser Liebeskummerkurs. Dann machen, glaube ich, viele den Umprogrammierung des Liebeschips-Kurs so als Basis. Erstmal überhaupt den Kompass ausrichten, was ist hier los, in was für eine Situation bin ich, wie kann ich das verstehen. Und dann sind die Vertiefungsübungen halt auch gedacht, um das Ganze wirklich zu vertiefen, zu verankern und ja, eine konkrete Übung zu geben, mit der man auch wirklich tagtäglich dran arbeiten kann. Und genau, und dann kommt ja vielleicht irgendwann die Dating-Strategien, genau. Und ansonsten die Selbstliebe-Challenge, das ist eigentlich eh, also was ich ab und zu mal mache, diesen Monatskurs, wo man sich wirklich mit diesem eigentlich absolut zentralsten Thema befassen kann. Gut, aber zurück zur E-Mail von Irina diesmal. Also sie schreibt: Hallo Christian, ich schaue immer noch deine Videos und habe dich schon mehrfach weiterempfohlen. Sehr löblich, damit unterstützt sie meine Arbeit enorm. Und ich wollte auch nochmal sagen, wenn Kollegen das gucken, andere Berater, Therapeuten, habe ich auch nochmal besondere, wenn ihr das an eure Patienten empfehlen wollt, meldet euch gerne bei mir, da habe ich nochmal besondere Tools hier. Gut, es ist nun ein Jahr her und ich bin nicht wieder mit meinem toxischen Partner zusammen, habe es durchgehalten, mit ihm gar keinen Kontakt zu haben. Gar keinen Kontakt. Außer einer Geburtstagsgratulation im Dezember von ihm und meiner Gratulation im Mai haben wir uns nicht ausgetauscht. Bin jetzt streng, ich weiß, aber das ist nicht Null Kontakt, das ist 2% Kontakt. Zeitweise ist es mir sehr schwer gefallen. Es gab aber auch Momente, da konnte ich mich für andere Männer begeistern. Bin aber immer noch Single, obwohl es zum Glück noch Anwärter gibt. Es gibt immer Anwärter. Und das ist gut genug. Leider oft nur auf Abenteuer aus. Darauf habe ich mich nicht eingelassen. Also jetzt nach einem Jahr könntest du gerne mal, also wenn du Lust hast, wirklich dich auch mal ein Abenteuer einlassen oder mal was ausprobieren, wirklich mit jemand. Das hilft manchmal dann auch wirklich, um diese letzten Reste noch zu vergessen. Seine Geschenke habe ich teilweise auf den Sperrmüll gebracht. Mein selbstgemaltes Bild für ihn. Mein Bademantel, meine alte Thermoskanne hat er mir vor 2 Tagen ohne jeglichen Kommentar vor die Tür gestellt. Ohne jeglichen Kommentar an mich geschickt. Da es 2 Tage nach seiner Gratulation war, war ich sehr irritiert. Ja, das ist wieder eins dieser typischen Spielchen in diesem Fall. Die Zurückweisungsknopf wird gedrückt bei dir jetzt. Manchmal ist es der Lovebombing-Knopf, manchmal ist es der Zurückweisungsknopf, manchmal ist der ich mache irgendwas Bedrohliches, Knopf, manchmal ist es der Schamknopf, also es ist immer, was am besten funktioniert. Deswegen 0% Kontakt und nicht 2% Kontakt, genau aus diesem Grund. Ich habe das Gefühl, er will mich wieder provozieren oder verletzen. Ja, ist ihm auch gelungen. Ich habe daraufhin gar nicht reagiert. Ob er möchte, dass ich daraufhin reagiere oder ist es sein offensichtliches Ende mit mir, was er nochmal untermalen möchte? Nee, es ist einfach das nächste Spielchen. Nun hat mich seine Tochter besucht. Sie ist aus der Nähe von XY mit seinem Auto zu mir gefahren. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater, hatte dies aber auch 10 Jahre lang zu mir, bis er das Verhältnis gespalten hat und den Kontakt untereinander verboten hat.
Nice. Das ist ja auch schon total toxisch. Da ich sie seit 3 Jahren nicht mehr gesehen habe, war ich sehr aufgewühlt. Eigentlich hätte er das Paket auch ihr mitgeben können, habe aber kein Wort drüber gegenüber ihr verloren. Sie war so etwas wie meine eigene Tochter. Ja, das ist echt bitter, ey. Ich habe es aber geschafft, sie nicht über ihren Vater auszufragen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, aber nur 2% über ihn. Was macht das mit dir? Weiter geht's im Text. Leider war ich nach dem Besuch völlig aufgewühlt, habe nur eine Stunde danach geschlafen. Wieder Rückfall in Liebessucht. Also klitzekleiner Rückfall. Ich überlege, ob es vielleicht auch besser wäre, den Kontakt auch zu seiner Tochter nicht weiterzuführen, da ich immer wieder so sehr an die schöne Zeit mit ihm erinnert werde. Hast du eine Shitlist gemacht? Ah, also wenn du nur über die schönen Zeiten nachdenkst, dann machst du einmal nicht, ja, ich glaube, du hast meine Kurse nicht. Du machst nicht diese rote Kreuzübung, du machst nicht bist Bänder trennen. Das sind alles die Konsequenzen, die das dann hat, ne? Oder andere Übungen, die dass du wirklich, vielleicht wahrscheinlich hast du keine Shitlist. Das sind alles die Konsequenzen davon, wenn man immer über die schönen Zeiten nachdenkt, die wahrscheinlich nur einen Bruchteil ausgemacht haben der Beziehung und die schrecklichen Zeiten bestimmt nicht wert waren. Aber dass deine liebessüchtige Stimme, die da ja auch viele von uns haben, die sagt dann halt immer wieder, ach, das wäre so schön und da, und zack, ist mal wieder drin im Suchtmodus. Sie möchte weiter gerne den Kontakt zu mir, da sie immer an mir hing. Was soll ich tun mit der Rücksendung meiner Sachen und mit dem Kontakt zu seiner Tochter? Ja, die Rücksendung deiner Sachen gar nichts und dem Kontakt zur Tochter. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist eine total beschissene Situation. Auf jeden Fall würde ich sagen, null Kontakt zu dem Ex, keine, also ich, das ist einfach, du machst das für dich, du machst das auch nicht gegen ihn. Das ist auch nicht, wie man sich verhält nach normalen Beziehungen zu Ende gehen, nach diesen toxischen Liebessuchtbeziehungen, ist null Kontakt. Das ist eine Droge und da gibt es eben keine Gratulationen und auch keine von ihm. Und du gibst ihm gar keine Möglichkeit, indem du ihn blockst auf allen Ebenen. Und das machst du nicht gegen ihn, das machst du für dich. So, und mit dem Kontakt zu deiner Tochter, zu der Tochter, es geht nur, wenn ihr 0% über ihn redet. 0,00000. Das musst du ihr glasklar sagen, ob sie es versteht oder nicht. Und wenn dich das zu sehr antriggert, also nichts ist so wertvoll wie dein Seelenheil. Na, ich weiß, das ist total ätzend und ich würde mich freuen, wenn das geht mit der Tochter, aber wenn du dann jedes Mal wieder einen Rückfall kriegst in Liebessucht, ist es das in letzter Konsequenz leider nicht wert, so, ne? Oder vielleicht geht es erst zum späteren Zeitpunkt. Außerdem würde ich gerne bei der Selbstliebe-Challenge mitmachen. Ja, geht heute den letzten Tag, kann man noch in den Januar-Kurs einsteigen und dann geht es im März weiter. Oder besser den Liebeskummer-Kurs bei toxischen Liebeskummer. Du hast noch gar keine Kurse gemacht bei mir. Mensch. Oder ich weiß es gerade nicht, vielleicht hast du auch irgendeinen anderen Kurs. Aber der Liebeskummerkurs, der ist zentral für dich. Das sind eigentlich genau die Tools drin, die du jetzt hier brauchst. Nach dem Besuch seiner Tochter ging es mir erstmal so schlecht und der Kummer war wieder da. Auch die Sehnsucht nach dem, ich dachte, es wäre vorbei. Es ist jetzt, also man macht nie Rückschritte. Das ist auch kein Rückschritt. Das ist einfach eine Erinnerung daran, dass du das noch nicht konsequent genug machst, dass du immer noch bei 2% Kontakt bist und dass du wahrscheinlich noch zu viel über ihn nachdenkst. Aber da gibt es Tools. Und das ist so leicht wie der Antriggerbar, es ist normal. Also es gibt Menschen, die müssen die Stadt verlassen. Also das musst du jetzt nicht, aber das reicht mir schon, dass man an dem gleichen Ort ist, wo man zusammen war. Also man, wenn man das alles vermeidet, das ist auch keine Schwäche, das ist einfach Anerkennung. Also ein knallharter Alkoholiker geht auch nicht in seine Lieblingsbar, ne? Oder weiß ich nicht. Ein Junkie, der hängt auch nicht weiter am Bahnhof rum oder so. Ne, das funktioniert einfach nicht. Ne, das ist eine Sucht. Und ja. Aber wenn du, wie gesagt, das machst, auf Nullkontakt gehst, auch, ich würde dir wirklich sehr diese Übung aus dem Liebeskummerkurs empfehlen, dann bist du, glaube ich, relativ schnell wieder raus. Auf gar keinen Fall jetzt auf irgendwas reagieren und wieder in Kontakt gehen, dann bist du in der nächsten Runde drin. Ne? Würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Antwort schickst, gerne auch als Video. Habe ich hiermit getan. Vielen Dank vorab und ich glaube, dass du hier sehr vielen Menschen wirklich hilfst. Herzliche Grüße. Gut. Irina, hoffentlich ist es einigermaßen verständlich. Ja, was ich hier mit extremem Schlafmangel provoziert habe, Liebessucht. So, hoffentlich geht's bald besser und wir werden uns.
bald wiedersehen. Vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen unregelmäßiger wegen ja, Touren auf meiner Seite. Okay, dann bis dann.